Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit den US-Kongresswahlen haben sich die Machtverhältnisse in Washington verschoben. Die oppositionellen Demokraten eroberten nach 8 Jahren das Repräsentantenhaus von den Republikanern zurück und können damit bei Gesetzesvorhaben ein wichtiges Wort mitreden. In der Folge wird das Regieren für US-Präsident Trump schwieriger. Allerdings konnten die Konservativen ihre Mehrheit in der zweiten Kammer, dem Senat, voraussichtlich sogar ausbauen. Blau gegen Rot, ein Unentschieden. Nach den sogenannten Midterms versuchen Amerikas Kommentatoren, den Wahlausgang zu deuten. Fest steht, die politische Spaltung der USA wird nun auch im Kongress noch deutlicher sichtbar. Demokraten dominieren künftig das Repräsentantenhaus. Republikaner haben im Senat ihre Mehrheit ausgebaut. Beide Parteien dürfen sich nach dieser Wahlnacht als Sieger fühlen. Beide haben gleichzeitig auch verloren. Die Frage ist, ob sich Demokraten und Republikaner in den kommenden Jahren gegenseitig blockieren oder Kompromisse finden. Die Opposition gibt sich versöhnlich. Der Ideenwettbewerb beider Parteien macht unsere Demokratie stark. Wir Demokraten werden im Kongress an Lösungen arbeiten, die uns zusammenbringen. Für frischen Wind werden dabei vor allem Frauen sorgen. Deutlich jüngere und aus allen Bevölkerungsgruppen kommende Abgeordnete ziehen für die Demokraten ins US-Parlament. Sie wollen den Republikanern und dem mächtigen Präsidenten die Stirn bieten. Doch auch Donald Trump fühlt sich durch das Wahlergebnis bestärkt und bestätigt. Kurz vor 12 am Mittag lädt ein sichtlich stolzer Präsident zur Pressekonferenz. Wir haben das geschafft, obwohl die Demokraten dramatisch mehr Geld wohlhabender Spender eingesammelt hatten und obwohl die Medienberichterstattung feindselig war, gelinde gesagt. Aber nun werden die Demokraten auf mich zukommen und wir werden vielleicht einen Deal aushandeln. Es gibt Übereinstimmungen, etwa bei der Infrastruktur. Donald Trump macht heute deutlich, er will auf Kurs bleiben mit seiner Agenda. Unter der Kuppel des Kapitols bereitet man sich inzwischen auf viele Umzüge vor. Die neu gewählten Kongressabgeordneten und Senatoren werden am 3. Januar ihre Arbeit aufnehmen. Zum Wahlausgang jetzt Stefan Niemann live aus Washington. Mehr politisches Gleichgewicht in Washington wollten die Wähler offenbar. Und der deutliche Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus sorgt für eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Die Opposition dürfte dem Präsidenten das Regieren deutlich schwerer machen. Sie kann nun Gesetze blockieren, Mittel verweigern und Untersuchungen anstrengen. Doch die von Trump-Gegnern erhoffte blaue demokratische Welle, die Gegenbewegung zur umstrittenen Politik des Präsidenten, sie war zu schwach, um die Mehrheit der Republikaner im Senat zu brechen. Nicht zuletzt wohl wegen der Schützenhilfe des Präsidenten. Der darf sich also durchaus auch als Sieger fühlen. Denn dank der ausgebauten Mehrheit im Senat kann Trump wichtige Personalentscheidungen zu Richtern oder Ministern durchbringen. Und die republikanischen Senatoren würden ihn für den Fall eines Impeachment-Verfahrens ziemlich sicher vor einer Amtsenthebung bewahren. Keine schlechten Voraussetzungen für Trumps nun wichtigstes Projekt, seine Wiederwahl 2020. Zurück zu Thorsten Schröder. Nach den Kongresswahlen rechnen führende Vertreter aus Politik und Wirtschaft nicht mit einem Kurswechsel von US-Präsident Trump. Russland sehe kaum Aussichten für eine Entspannung zwischen beiden Ländern, sagte ein Kreml-Sprecher. China verwies darauf, wie wichtig das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften sei. Verhaltene Reaktionen kamen auch aus Brüssel und Berlin. Nach Einschätzung von Außenminister Maas wird sich erst noch zeigen, ob sich die US-Politik verändert. Deutschland verbindet eine historische Freundschaft mit den Vereinigten Staaten. Doch das Verhältnis ist mit Donald Trump schwierig geworden. Wo Trump rote Linien überschreite, müsse Deutschland Gegengewicht sein, sagt regelmäßig der deutsche Außenminister. Die Zwischenwahlen haben die Beziehung nicht verbessert. In den letzten 2 Jahren haben sich die Gewichte in der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten auf absehbare Zeit verschoben. Und auch daran wird das Wahlergebnis nichts ändern. Kritik von der AfD. Das kleine Deutschland zieht jetzt die roten Linien für die amerikanische Wirtschafts-, Finanz- und Handelspolitik. Da lacht man vom Potomac bis nach Tampa in Florida. Ja, es ist absurd, sich so zu positionieren. In vielen Fragen ist die Bundesregierung entschieden anderer Meinung als Trump.
Tausende Menschen aus Mittelamerika auf dem Weg Richtung USA. Die UN-Flüchtlingspolitik und den UN-Migrationspakt lehnt Trump ab. Die Bundesregierung unterstützt ihn. Dass die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus Trump jetzt bei der Innenpolitik ausbremsen kann, muss für Deutschland kein Vorteil sein. Es könnte sogar noch etwas schwieriger werden bei allen diesen wichtigen Themen, die wir haben im transatlantischen Verhältnis, von Handelspolitik, Lastenteilung in der Sicherheitspolitik und vielen anderen Dingen mehr, weil auf der Senatsseite, dort wo mehr außenpolitische Dinge geregelt werden, dort auch einen Machtzuwachs gegeben hat von Trump, von den Republikanern. Wir müssen damit rechnen, dass Donald Trump weitermacht mit Spalterei, weitermacht mit Hass, weitermacht damit, internationale Verträge aufzukündigen, wie das schon beim Iran-Deal passiert ist oder beim Klimaschutzabkommen. Die Vereinigten Staaten haben gewählt, doch das transatlantische Verhältnis ist damit nicht einfacher geworden. Im Rennen um den Vorsitz der CDU hat sich Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer heute ausführlich zu ihrer Kandidatur geäußert. Sie warb mit langjähriger Erfahrung in der Politik und der Nähe zur Basis. Ihr Ziel sei es, gerade bei grundlegenden Fragen den Meinungen der Mitglieder mehr Gewicht zu geben. Die CDU will in einem Monat entscheiden, wer die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze antritt. Sie verbirgt nicht, wie viel sie persönlich mit Angela Merkel verbindet. Annegret Kramp-Karrenbauer arbeitet in Merkels Auftrag als Generalsekretärin bereits am neuen CDU-Programm. Der Kurs der Mitte passe auch weiter zur CDU, ist sie sich sicher. Sie will eine Partei bleiben, die das Verbindende, die das Zusammenhaltende über das Trennende stellt. Sie will eine Partei bleiben, die ihrem Anspruch, den die CDU im Namen trägt, nämlich als Union, auch gerecht wird. Themen will Kramp-Karrenbauer künftig stärker von der Parteibasis ausdenken und weniger von oben herab aus der Regierung. Die Herausforderungen: Wohlstand in einer immer digitaleren und schnelleren Welt sichern, den Bürgern aber gleichzeitig Heimat und Sicherheit geben. Wer aber Dynamik und Bewegung von den Menschen will, der muss sich auch bewusst machen, dass Menschen dazu nur in der Lage sind, wenn sie ein Gefühl der Sicherheit haben. Streitereien innerhalb der Großen Koalition wie in den vergangenen Monaten will Kramp-Karrenbauer aus Rücksicht auf 4 Landtagswahlen und die Europawahl im kommenden Jahr vermeiden. Damit unterscheidet sich die Generalsekretärin von Politikrückkehrer Friedrich Merz, der gestern eine stärkere Abgrenzung von der SPD andeutete. Der dritte prominente Kandidat Jens Spahn rückt derweil das Thema Generationenwechsel in den Mittelpunkt. Die Delegierten des CDU-Parteitags im Dezember scheinen tatsächlich eine Richtungsentscheidung treffen zu können. Der Bundestag hat heute über die Regierungspläne für eine neue Strukturpolitik debattiert. Ziel ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen herzustellen, in städtischen Ballungsräumen, auf dem Land, in Ost und West. Eine eigens zu dem Thema eingesetzte Kommission soll bis Mitte kommenden Jahres Vorschläge erarbeiten. Die Opposition kritisierte die Regierungspläne als nebulös und vage. Es ist sein Herzensthema. Dafür hat Horst Seehofer im Innenministerium die Abteilung Heimat geschaffen. Menschen sollen überall in Deutschland gut leben können. Wenn der Strukturwandel Regionen grundlegend verändert, sieht er den Staat in der Pflicht. Wenn man sich politisch aus guten Gründen für den Ausstieg aus der Kohle entscheidet, dann glaube ich, sind wir es der Bevölkerung in diesen Regionen schuldig, gleichzeitig auch eine Antwort mitzuliefern, wie wir diese strukturellen Veränderungen für die Bevölkerung wieder ausgleichen, sodass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Schon heute sind die regionalen Unterschiede beim verfügbaren Haushaltseinkommen deutlich. In großen Teilen Ostdeutschlands und den ehemaligen Industriezentren des Westens lag es 2016 bei unter 20.000 Euro. In der Mitte und im Südosten zwischen 20 und 22.000 Euro. Stark sind der Südwesten und die Metropolregionen. Fehlende Infrastruktur, schlechte Gesundheitsvorsorge, langsames Internet. Eine Kommission der Bundesregierung soll bis Juli 2019 Vorschläge erarbeiten, wie die Lebensverhältnisse in Deutschland angeglichen werden können. Die Kommission ist ein Eingeständnis des Versagens ihrer Politik, denn sonst würden wir die ja nicht brauchen. Es ist Ergebnis ihres Handelns, dass wir das jetzt so haben müssen. Es ist das Eingeständnis, dass es vielen Menschen in unserem reichen Land schlecht geht. Die FDP hat Zweifel, ob Geld die aktuellen Probleme lösen kann. Milliarden, die sie dann wieder im Gießkannenprinzip auf Programme, Maßnahmen und Initiativen verteilen. Oft sicherlich gut gemeint und immer gut klingend, aber im Ergebnis allzu oft wirkungslos.
Einig sind sich alle Parteien darin, dass sich etwas verändern muss. Nur der Weg dahin ist noch unklar. Autoritäre und fremdenfeindliche Positionen haben in Deutschland zugenommen. Zu diesem Schluss kommt eine heute vorgelegte Studie der Universität Leipzig. Fast jeder Dritte hat demnach Vorbehalte gegenüber Ausländern. Im Osten sei der Zuwachs besonders groß. Antisemitische Einstellungen stagnierten auf hohem Niveau und Vorbehalte gegenüber Muslimen hätten sich verfestigt. Ob es Nazischmierereien sind, wie hier Anfang Juni in Templin, oder eine Demonstration von Neonazis in Dortmund Ende September. Rechtsextremisten gehen verstärkt den Weg in die Öffentlichkeit. Und es sind laut Studie längst keine Einzelfälle mehr. Insgesamt steige die Ausländerfeindlichkeit in der Bevölkerung. So stimmen der Aussage, die Bundesrepublik wird gefährlich überfremdet, insgesamt 36% der mehr als 2400 Befragten zu. Im Osten Deutschlands sind es sogar 45%, im Westen 33%. Das ist eine Verschiebung in der Mitte der Gesellschaft. In den letzten Jahren haben wir gesehen, seit 2002, es gibt einen hohen Sockel an rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung. Sie werden jetzt lauter und sie machen sich stärker bemerkbar. Ein Beispiel dafür, der sogenannte Trauermarsch von AfD und Pegida am 1. September in Chemnitz, an dem Tausende teilnahmen. Gegen den aber auch Tausende protestierten. Es gibt eine starke Polarisierung in der Gesellschaft. Wir haben tatsächlich im Grunde genommen das Politische, wenn man so wiederentdeckt. Und die demokratischen Milieus, die demokratischen Persönlichkeiten sind stärker geworden. Sie melden sich auch deutlicher zu Wort. Und so ist auch im Osten die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie gestiegen. In den vergangenen 12 Jahren von 27 auf 47%. Im Westen ist die Zufriedenheit höher. Hier liegt sie bei 55%. Nach der Bundesregierung haben nun auch die 5 sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Erwartungen an die Konjunktur gesenkt. Als Grund nannten sie unter anderem den Fachkräftemangel. Außerdem würden die Bedingungen für den Außenhandel schwieriger. Für das laufende Jahr änderten die Sachverständigen ihre Prognose deutlich von 2,3 auf 1,6%. Für das kommende Jahr erwarten die Ökonomen ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 statt bislang 1,8%. Staatsakt zum 100-jährigen Bestehen des Freistaats Bayern. Im Nationaltheater München würdigte Ministerpräsident Söder die Entwicklung Bayerns hin zu einem traditionellen und zugleich modernen Land. Landtagspräsidentin Aigner betonte, dies solle auch in Zukunft so bleiben. Genau vor 100 Jahren hatte der Sozialist Kurt Eisner den bayerischen König Ludwig III. Abgesetzt und den Freistaat Bayern ausgerufen. Knapp 4 Wochen nach dem Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete ist ihr Einsatz heute geglückt. Am frühen Morgen brachte sie in einem unbemannten Flug den europäischen Wettersatelliten METOP-C ins All. Den Start vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana steuerte das Europäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. Der neue Satellit soll helfen, Wettervorhersagen zu verbessern und Klimaveränderungen zu beobachten. Die Lottozahlen: 4, 15, 31, 37, 41, 42, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 8. November. Ein atlantischer Tiefausläufer lenkt von Westen dichte Wolken heran. Die anhaltende Trockenheit lindern sie aber kaum, denn sie bringen heute Nacht nur leichten Regen. Im Osten vielerorts klar und morgen Vormittag zunächst freundlich. Auch im Westen größere Wolkenlücken. Etwas Regen fällt vor allem von Baden-Württemberg über Franken bis nach Brandenburg. Am Niederrhein heute Nacht bis 11, im Osten unter klarem Himmel um 2 Grad. Dort morgen bis 15, an der oberen Donau knapp unter 10 Grad. Am Freitag mal mehr, mal weniger Wolken, aber auch Sonne und vor allem im Norden sowie im Südwesten stellenweise Regen. Am Samstag breiten sich mit einem auffrischenden Wind von Westen Regenwolken aus. Am Sonntag wechselhaft, gebietsweise regnet es, am freundlichsten bleibt es südlich der Donau. Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Großer Sieg oder kleiner Denkzettel, die Kongresswahlen in den USA und schön dunkel, die Rolle des Schattens in Computerspielen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.